Hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft Project Ozone 2. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, der lungert oben irgendwo rum. Ich bin jetzt hier im Keller. Da ist ein Creeper bei dir oben, wo du diese Magic Tank Gedöns hingestellt hast. Da ist ein Creeper. Ja, da ist ein Creeper. Oh, was macht denn dein Creeper? Das weiß ich nicht, obwohl es da ausgeleuchtet ist. Dann mach den doch mal bitte weg. Der läuft da rum und guckt mich böse an. Der guckt dich böse an? Nee, noch nicht. Zum Glück nicht. Ja, was denn jetzt? Ja, in der letzten Folge habe ich hier im E-System bei der Automatisierung schon wieder rumgefummelt. Ich habe es ja tatsächlich... Rumgefummelt ist genau das Richtige. Ich habe es tatsächlich ja hingekriegt. Ich habe jetzt hier einen Inscriber auch gebaut, der schon mal halbwegs automatisiert Logikprozessoren baut. Oder halt das, was ich da reinstecke. Nee, nicht ganz. Also, jetzt weiß ich auch wieder, wofür ich Slimes brauchte, genau. du weißt es wieder. Genau, und zwar die Importer, die ich hier brauche, beziehungsweise Exporter. Also ich brauche Exporter und Importer, die brauchen Slime. Oh, damit. Dinger. Und die brauche ich, damit ich hier noch auch mehr Inscriber bauen kann. Aber momentan baut der hier nur. Ja, also reinfließen tut alles, nur rausfließen nicht. Das heißt, die Logikprozessoren werden schon automatisch können schon automatisch gebaut werden, nur die anderen Sachen nicht. Mal ein paar Essenzen wieder umwandeln. So. Barren. Du musst dich mal ein bisschen lauter, sprich mal ein bisschen lauter. Eieiei, weißt du, wie viel Gold wir jetzt haben? Nee. Richtig viel. Richtig, so rich. Ja, rich, wir sind richtig so, okay. Rich, meine Güte. Krass. Ich glaube, ich brauche bald kein Gold mehr anbauen. Wie, du baust Gold an? Ja. Okay. Draußen mit den Pflanzen. Ach so, echt? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Tja, kannst mal sehen. Kannst mal sehen, wie ich nicht aufpasse. Wer bist du als Bossin? Wow, für über 500 Gold, das durch den Pulverizer geballert. So, was ich jetzt einfach machen wollte, ich wollte die, die Schmelze ein bisschen automatisieren. Und zwar ist mein Ziel, dass das hier alles so ein bisschen automatisch arbeitet. Sprich, wir schmeißen dann nur unser Zeug rein. Und der macht automatisch Barren da draus. Ja, dann müssen wir nicht die ganze Zeit hier stehen und immer wieder... Ja, ihr kennt das ja, immer wieder draufdrücken, rausholen und... Das kenne ich ja woher. Das mache ich mit dem Scriber die ganze Zeit. Ja, genau, da habe ich nämlich keine Lust mehr drauf. Und so schmeißen wir das einmal rein und am Ende müssen wir es, holen wir nur noch die Barren raus. Oder sie landen am Ende automatisch im System. Das wäre natürlich der optimalste Fall eigentlich. Ja. Ja, ich will ja quasi hier eine Automatisierung für die ME-Drives, nicht die ME-Drives, sondern die ME-Zellen machen. Mhm. Deswegen habe ich ja hier schon mal letztes Mal experimentiert, erstmal, wie das funktioniert. Muss ja erstmal gucken. Sag mal, von den Seared Bricks, hast du davon noch welche? Was für Dinger? Die Bricks, mit denen man die Bricks, aus denen man den Smeltery? Die Smeltery gebaut hat. Hast du davon noch nicht? Ja, das sind zwei Stück im ME-System. Also alles davon ist im ME-System. Dachte, du hast vielleicht woanders noch welche. Nö. Wie gesagt, wenn, dann nehmen sie die aus dem Inventar, aus dem System raus. Okay. Ich brauche die nicht. Du brauchst die nicht? Nein. Was soll ich damit? 2, 3, 4, 5. Oh, das sind 6 Stück. Genau, ich wollte jetzt erstmal gucken, dass ich noch ein paar mehr Zellen herstelle. Ich brauche hauptsächlich die. Ja, dann muss ich erstmal. Geil, dann muss ich jetzt hier erstmal Leben wieder herstellen. Was brauchst du denn? Kann ich dich irgendwie unterstützen, dass du Slimes baust? Mich unterstützen, dass ich Slime baue? Ja, also du wolltest dich ja jetzt darum kümmern, irgendwie Slimes anzubauen. Ich wollte mich jetzt erstmal um die Automatisierung der Smeltery kümmern. Wenn du willst, kannst du dir das Ding selber bauen. Das Ding nennt sich Ist temporär, das ist, die Priorität ist deutlich wichtiger, dieses Ding, wie es auch heißen mag, zu machen, anstatt die Smeltery zu automatisieren.
Meine Güte. Das hat eine viel höhere Priorität. So, baue ich das kann da. Es nicht noch mehr betonen. Du kannst mir ein 3x3 Wasserfeld bauen, wenn du das hinkriegst. Ein 3x3, ja, das kriege ich hin. Wo soll das denn hin? Da, wo du das Ding hinhaben möchtest. Da, wo es nicht so auffällt. Da, wo Strom in der Nähe ist. Aha. Wir wollen jetzt erstmal einen Eimer. Weil wir können einen Fischer bauen. Und der Fischer, wie der Name schon sagt, der angelt. Und nein. Er kann Jellyfish fangen. Und mit aus Jellyfish kann man Schleimbälle machen. Das ist so der effektivste Weg, wie wir momentan überhaupt an Schleimbälle rankommen würden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir überhaupt, nee, nicht Plastik, sondern Rubber. Wir haben Rubber da. Oder ich nehme davon noch kurz. Ja, hier ist doch sogar schon, hier ist doch schon Wasser. Komisches Geräusch, okay, egal. So. Mal gucken, hat er jetzt genau. Dann mache ich dir jetzt ein etwas größeres Wasserfeld. Stört also ein 3x3 reicht nur, weil ich dann setze ich den in die Mitte und fertig ist. Okay. Da kommt nicht. Aber es soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Das heißt, pack's einfach hier hin, wo ich jetzt bin gerade. Ach, das. Da kommt jetzt nicht das raus, was ich haben will eigentlich. So, du kannst machen. Das noch, dass er das auch das sieht, dass er das auch findet. Ah, okay, das kann man nochmal verkugeln. So, die Leitung ist ja auch schon hier, die musst du nur ein bisschen länger legen. Ja, ja, ich guck gleich. Mal gucken, kommt da jetzt das raus, was ich haben will? So. Ja, Warplastik. Ich brauch Wolle. Genau, das Warplastik brauche ich. Was hüpfst du denn? Freust du dich, mich zu sehen? Was? Mit wem redest du? Der das Schaf, nicht du. Ach so. Oder freust du auch, mich zu sehen? Nein. Ah, du springst da nicht, ne? Nein. So, Solarium brauche ich. Erstmal brauche ich, okay, da haben wir zwei Stück. Gut, dann brauche ich eine Axt. Ich finde die Menge an Schafen schon okay. Das heißt, ich muss die jetzt nicht vermehren. So, zu machen. Silicon. Ist auch erstaunlich, wie lange jetzt dieser Essensvorrat immer reicht, wo ich gar kein Essen mehr mache. Das dauert auch echt. Also, ja, speziell seitdem wir Toast haben in den Mengen, also mit Getreide, oh ja, haben wir auch kein Problem mehr. Nee, das ist richtig. Ich benutze momentan eigentlich auch nur Toast. Und ein Redstone. Ja, wir haben diesen erhöhten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, nicht, was Essen angeht. Erhöhter Schwierigkeitsgrad? Ja, es gibt so eine Mod, die das Essen noch deutlich schwieriger macht. Also die, okay, die Ernährung. Da darfst du auch nicht ständig dasselbe essen und okay, verlierst viel, viel schneller Essensbalken. Nahrungsbalken, wie auch immer das heißt. So. Okay, hier, das funktioniert jetzt gerade nicht, weil er kein Silikon hat. Okay. Kein so, Silikon. Das habe ich jetzt, brauche ich. Ender.io Conduits. So, und ich brauche eine. Haben wir noch? Genau, eine Iron Chest. So, wo hast du denn das gebaut? Hinter meiner Hütte. Windräder. Hinter deiner Hütte. Nein, ich hätte es gleich direkt. Noch. Fällt auf. Finde ich nicht. Ich sehe kein, ich sehe kein 3x3. Nee, das ist ein bisschen mehr als 3x3. Meinst du diesen riesen See hier? Naja, Riesen ist ja nicht. Ich habe den ein bisschen begradigt. Ein bisschen begradigt. Ich habe vergessen, mir ein bisschen Erde mitzunehmen. Verdammt. Die liegt auf dem Boden. Ja, ja. So. Der liegt direkt auf dem Boden und der will direkt mitnehmen. Machst du auch zu Hause immer, ne? Du ja, nimmst den Dreck von draußen mit. Ja. Weil du zu Hause keinen Dreck hast. Ja.
Was? Ach ja, ich habe keinen Importer dafür noch nicht, ne? Ja, okay. Ich hoffe, das funktioniert so mit der Chat. Oh, ich brauche noch eine Angel. So, craften war mal 4. Hat er alles? Hat er. Start. 1, 2, 3, 4. So, da muss ich Und hier sind aber 3, glaube ich, die ich brauche, ne? hier rüberkommen. Oh, ich bin Genie, ey. Oh, Mann. So, also nochmal 2 bauen. Dann haben wir 6 dann für 2. Wobei ich brauche 3, glaube ich, für die 4er, ne? 1, 2, 3. Warte mal. Die brauchen 3 davon. Genau. Und die. Für. So. Die 4er, nee, die 16er brauchen 3 davon, das heißt 9. Okay, also nochmal 3. Und ich habe alles dafür noch. Yay! Was alles noch sehr schön. So, das heißt jetzt erstmal die 4K. So, 1K. 4K. Ich höre irgendwas am Wasser planschen. Also du planscht, oder? Nee, ich höre was im Wasser planschen. Tja, ich bin's nicht. Und hopp. Moment. Was der helle oder Nee, das funktioniert der? so nicht. Ich muss einen weiter. Okay. Silikon. Dann müssen wir hier Gargonischen. Womit waren das nochmal? Das war, glaube ich, mit Nita, ne? Was denn? Nita-Quarz. Ja, ich rede gerade so ein bisschen laut mit mir selber. Pur Quarz. Okay. Ich glaube, das ging auch mit dem, ne? Entweder dem normalen Charge oder dem. Meine ich jedenfalls. War das nicht damit? Nö. Damit? Auch nicht. Boah, wirklich diese scheiß puren Teile. Oh Mann. Da muss ich wieder die Seeds aus dem Zettesquarz, Dust und Sand. Ja, verdammt. Upp, ich brauche mehr NRO-Kabel. Sollte aber ein kleines Problem sein. Wir haben ja, glaube ich, so viele Enderaugen. Was muss ich auch definitiv dann automatisieren? So, Quatsch, hier brauche ich NRO, haben wir die Conduits denn da? Ne, das Ist ist das Item egal, Quality. ob charged? Das ist egal. Scheint egal zu sein. Okay, dann mache ich da jetzt erstmal ein bisschen Pulver raus. So. Muss jetzt hochlaufen zum Pulverizer. Und mehr Pulver daraus herstellen. Und die Sackmill hat hier Sachen drin. In der Sackmel liegt Gold. Das ist möglich. Schmeißen es einfach ins System rein. Die Sackmill? Pulverizer. Nein, sorry, Pulverizer. Ich wollte gerade sagen. Ja. Hab mich Irritiere mich doch nicht versprochen. so. Und Raw Plastic ist auch noch Ja, schmeißen ins im System. Smelter. Im Schmelter. So, da So. brauche ich jetzt Okay, das Ding Sand, hat glaube ich, Strom. dazu war das, ne? So. Ja, dann 32 davon. Und dann kann ich sowieso mal Glas herstellen, weil Glas Brauche ich noch mehr. können wir eigentlich auch immer mal gebrauchen. So. Lars? Lars, guck Und mal in deinem Raum. da musste mal jetzt ein bisschen zur Seite gehen, weil die Teile schmeiße ich jetzt hier wunderbar rein. So, ich brauche eine Fishing. Jetzt Eine nicht zu weit nach rechts Flux-Infused. laufen. Schön da bleiben, wo du bist. Nicht bewegen. Was machst du da? Naja. Das für eine Phishing-Word. Okay, Keine eigentlich Ahnung. will ich eigentlich nur eine ganze. Ich will eigentlich nur eine Aber ganz ehrlich, stinknormale du musst mal ein bisschen lauter reden. Ich verstehe dich gerade ganz leise nur. Okay. Ja. Das ist so ein bisschen besser. Ein bisschen aber nur. Bisschen aber nur. Okay. So, hier kommt die Redstone und was noch? Ach ja. Wieso finde ich die stinknormale Angel hier gerade nicht? Du, das kann ich nicht sagen. Phishing-Word. Phishing So, 92, Flux-Infused. 92. So.
So. Machen es halt so, zack. Davon brauche ich nochmal 32 Stück. Hey, weil ich glaube, im System sind nicht mehr so viele drin. Sagtest du nicht bei einer anderen Farbe? Ah. Naja, blau ist Max. Okay. Und die brauchen wir ein bisschen erst, bis sie auf dem... Die Leitung ist null, sehe ich hier gerade. Die ist Müll? Nein, die ist null, da ist kein Strom drin. Du ziehst also gerade volle Stromreserven. Ach so. Sag mal, wo geht eigentlich aktuell der ganze Strom eigentlich hin? Die Query arbeitet doch gar nicht mehr. Ja. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Ne, vielleicht die Produktion, keine Ahnung. Wobei, der produziert halt gerade nichts. Also nichts aktiv, meine ich. Wie funktioniert das Ding denn jetzt? So, muss ich wieder... Okay. WTF, wir haben keine Energie mehr. Kannst du... Was ist mit der Energieversorgung los? Nicht. Ist tot. Ist gerade kaputt. Was hast du mit der Energie gemacht? Oh! Oh, geil, geil. Das geht ja gut los. Was denn? Der Fischer hat ja auch Möglichkeit, magische Items. Du kannst ja per Angeln auch magische Items kriegen. Okay. Wie du vielleicht weißt. Und er hat eine Angel mit Unbreaking 3 und Luck of the Sea 3 gerade rausgezogen. Und die kannst du direkt da wieder reinlegen, ne? Und die habe ich direkt da reingelegt. Ja, so ist gut. Ah, okay, dann macht er mal einen Work. Jetzt habe ich hier eine stinknormale Angel. Und der schmeißt das dann oben in die Kiste rein und ja. Ich hoffe halt, dass er jetzt irgendwann mal, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, irgendwann die Jellyfishes rausholt. Aha. Der kann halt alles mögliche angeln. Aus einem Jellyfish kriegt man wie viel? Keine Ahnung, ein Slimeball. Okay, der Strom reicht nicht. Habe ich doch eh gerade schon gesagt. Alter. Eben gerade gesagt, wo ist der Strom hin? Wo geht denn der ganze Strom hin? Kann ich dir nicht selbst sagen. Selbst als du nicht die Laser anhattest, haben wir kein... Warte mal, ich muss mal kurz was ausprobieren. Schalt mal ganz kurz die Laser ab. Jo. Wo geht denn jetzt der ganze Strom hin? Die Query verbraucht auch Strom, ne? Aber die Query läuft doch gar nicht. Das ME-System. Alter, verballert das ME-System gerade so viel Strom? Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das durchgehend Strom verbraucht, kann ich dir nicht sagen. Oh, die Query verbraucht doch gar keinen Strom. Warte mal, ich nehme mal hier das Redstone-Ding von der Query vom Netz. Okay, das ändert sich trotzdem dauernd, die Leitung hier. Ist ja witzig. Wow. Also hier läuft zum Beispiel die ganze Zeit 180.000 RF durch. Ja, ich habe das Gefühl, dass unser ME-System gerade so viel Strom verballert. Ach du Scheiße. Das ist krass, wenn ich überlege, wie viel Generatoren wir oben schon stehen haben. Nur warum? Da läuft doch gerade nichts. Oh, das war das Falsche. Da läuft tatsächlich gerade nichts. Nur dafür, dass es aktiv ist. Ja, ich habe keine Ahnung, scheinbar. Ah, schön. Entweder muss ich oben mehr Windkraft hinsetzen, anderes fällt mir dazu ein. Aber keine andere Energieversorgungsmöglichkeit. Oder ich muss Helium anpflanzen und wir müssen mal einen Big Reactor bauen. Dass wir da mal zumindest einen kleinen bauen. Doch, viel Spaß wünsche ich dir. Der ist voll easy zu bauen. Was machst du eigentlich? Gar nicht. Jetzt momentan so. Springe ich tatsächlich so ein bisschen sinnlos rum. Jetzt habe ich dir deinen Fischer gebaut. So, genau. Jetzt will ich aber eben die noch die Schmelterie, die will ich eben noch die automatisieren. Das ist auch so eine Schmelterie. Jetzt schon, mir fiel gerade das Wort nicht mal zwischen Schmelze und ein bisschen. Wie trenne ich denn das jetzt am besten ab hier? Kann man das per Redstone-Signal vielleicht unterteilen?
Ist natürlich doof, dass das jetzt so hier durchgehend läuft. Weil das soll ja nicht immer laufen. Das soll ja eigentlich nur dann laufen, wenn er... Das muss doch irgendwie gehen. Gibt es dafür denn Knöpfe? Gleich was. Tuggle-Boss gibt es hier. Und einen ME-Level-Emitter. Haben wir noch das? Toggle. Ach, das. Würde ich draußen mal in die Dinger reinhauen. Glasschalter. Okay, das haben wir noch bestimmt. Oh. Mir hat ein Zuschauer noch geschrieben, weil ich habe mich doch hier draußen immer über die Moossteine gewundert, wenn du dich erinnert hast, ne? Oder ja, wenn du dich erinnerst. Ja, ich habe da hingesetzt. Nee, ich weiß, wie sie entstehen. Okay. Das liegt an den Oak Barrels, die mit Wasser gefüllt sind. Die was? Die Oak Barrels, die hier draußen stehen, die sind mit Wasser gefüllt. Und wenn die mit Wasser gefüllt sind, dann bewirken die wohl, dass an den Steinen in der Nähe Moos wächst. Aha. Na dann. So wurde es geschrieben. Finde ich sehr interessant. Mhm. Wusste ich bis jetzt auch nicht. Finde ich aber gut. So kann man zumindest Moossteine herstellen. So, da laufen Seared Bricks durch. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. So, haben wir Hebel im System? Haben wir nicht. Schade. Was erwartest du? Dass wir sowas im System haben. Ach, wir haben noch nie was, irgendwas im System. Das ist der Crafters. Da, den schick normalen will ich haben. Weil ich versuche ja auch einfach nur gerade Quarzglas-Dinger-Kabel herzustellen und aha. Da haben wir auch nichts von. So, dann brauche ich eine Redstone-Clock. Wo sind denn jetzt die Quarzkabel, die ich da gerade reingelegt habe? Du hast jetzt nicht zufällig gerade welche verbraucht, ne? Was? Quarzkabel? Nee, Quarzkabel habe ich gar nichts verbraucht. Hä, da hatte ich doch. Hatte ich da nicht eben gerade welche. Oder bin ich blöd? Hm. Da. Okay, ich habe es so übersehen. So. Und dann von denen. Ah, ich möchte ich die so ungern verbrauchen. Welche waren denn aufwendiger herzustellen? Die Pur oder die Fluix-Kristalle? Nochmal, die waren mit. Wie stellte man denn die her? Charges, Quartz, Nether, Quartz, Redstone, Dust. Ja, das okay, die reichen. Gehen relativ schnell. Und die Pur-Dinger, das waren wahrscheinlich aus den Pur-Seeds made from Dust. Okay. So. Wie viele Chests haben wir jetzt? 13, da passt. Ach, das war da. Oh Gott, ja, die sind da deutlich schwieriger. Okay, da muss ich von diesen Kristallen mal wieder welche herstellen. Also, Zertus Quartz, Zertus Quartz, Nether Quartz, Redstone. Okay, Charge Dinger davon, genau. Nehmen wir mal 16 Stück. Kann ja nicht schaden, da mal ein paar mehr herzustellen. Dann natürlich Redstone haben wir da sogar schon. Und was noch? Ach, hier fehlt ja alles im System. Meine Dust Gute. Oder was war das? Was war das noch? Dust? Ich hab's schon wieder vergessen. Nether Quartz. Was denn? So. Nee, alles gut. Nee, Nederquarz. Nederquarz. Oh Gott. Nederquarz ist bald wieder alle. Oh, hoppa. Hast du nicht gesagt, dass du Nederquarz herstellst? Ja. Ja, siehst du, warum ist das dann nicht im System? Wahrscheinlich, weil ich Essenzen, die habe ich noch nicht umgewandelt. Sekunde. Aha. Oh Gott. Oh, ach du. Oh Gott. Was denn? So, guck jetzt mal rein. Ganz viele oder was? Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Sind sie im System oder was? Ja, sind im System. Mal gucken. Ich sehe sie wahrscheinlich wegen der Menge schon nicht mehr, ne? Ach da, 1100, jo. Easy. Eigentlich. Ja, Dankeschön. So, erstmal als kleiner Vorrat. Brauche ich jetzt. Hey.
Hey. Ups, ja. Ich benutze ja schon meinen, der unten ist. Dann gehe ich halt erstmal in den Keller wieder. Ja. Da, wo du hingehörst. Dankeschön. Bitteschön. You're welcome. Mm. So, Seed 4, genau, da. 1, 2, 3. So, dann ging das jetzt, glaube ich. Nee, ist denn dieser Tuggle-Dings-Dabums da überhaupt dafür? Ich gehe jetzt aber von aus. Jetzt habe ich wieder das größte Problem. Ich weiß nicht, wie dieser blöde Ausgang von der Smeltery heißt. Ender-Moment. Oh, jetzt muss ich nachgucken, ey. Jetzt weiß ich den Namen von dem Ding nicht. Ah. So. Gucken wir mal. Smeltery Drain. So. Drain, drain, drain. Da kann ich jetzt an- und ausschalten. Geht das? Device was? Online. Ja, ich habe so einen Toggle-Bus. Kann ich da jetzt einen Knopf draufdrücken? Oder? Das ist schön, wenn man keine Ahnung hat. Ich habe keine Ahnung, was du da machst. Ich habe so einen ME-Toggle-Bus. Ich weiß nur nicht, wofür der ist. Bitte was? Sag ich mal. Das Teil hier. Ich glaube, das Ding kannst du mit Redstone an- und ausschalten. Ja, das habe ich nämlich gerade gedacht. Aber mal gucken. Das habe ich noch nicht probiert. Brauche ich jetzt mal einen Stick? Mach dir da einfach eine Redstone-Fackel oder so. Warte mal, ich habe hier einen Lever. Geht doch. Ja, lass mal an. Also so. So. Was denn jetzt? Also so. So. Okay, Moment. Das probiere ich jetzt mal aus. Nee, lass das. Also so ist aus. So, ich brauche. So ist aus. Okay. Ja, warte mal. Ich prüfe mal gerade, ob der den. Was reinzieht. Du prüfe, wer sich ewig bindet, was? Okay, er zieht es trotzdem. Und jetzt machen wir mal da. So. Dann mache ich mir noch ein paar Vorlagen. Die werde ich alle brauchen. Okay, er zieht trotzdem. Also was hat es gebracht? Gar nichts. Keine Ahnung. Nee, ich dachte, toggelt. Jetzt habe ich aus der Sinne eine Goldplatte hergestellt. So ein Mist. Kann man die eigentlich wieder einschmelzen? Oh, geil, kann man wieder einschmelzen, finde ich gut. Nein! Da muss man den vielleicht gleich so setzen. Vielleicht wieder nochmal gemacht. Ah, vielleicht so. Aber weißt du was, Gabax? Ja, wir sind schon wieder am Ende, ne? Ja. Wahnsinn. Immer überziehst Wahnsinn, du. Ja, echt, das ist so schlimm, wie man, wenn man so viel zu tun hat, dann, und das geht. Also der Toggle, den muss man nur anders platzieren, dann macht das kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Minecraft. Also bis dahin. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss.